Ich weiß es auch nicht. Aber immerhin habe ich das Reimen nicht vergessen. Hallo! Die schaufel ich erstmal durch, Lady. Hallo, lang nicht gesehen. Ich glaube, hier hat sich ein wenig verändert. Ja, ich bin jetzt schwul. Ich hasse es, wenn es so regnet. Deswegen die Wettervorhersage, wenn sie mich nicht vor solchen Tagen warnt. Das ist total ätzend, wenn man seine Vorhaben ändern muss, ja. Ein Spiel an regnerischen Tagen. Wir können Wer wird Millionär spielen. Ich hab alle Songs noch da. Wie könnt ihr eigentlich über den Zaun reden? Du siehst verflixt gut aus, Armen, Bro. Cool. Nee, wo ist das? Eine Glücksfarbe? Das. Was? Ja? Mal sehen. Du siehst aus wie jemand, der total auf Sachen steht, die Kakaofarben sind. Boah. Boah, war das falsch. Wow. Wirklich? Oh, Kakao ist so cool. Ja. Helge, nein. Wir haben gesagt, das ist rot, Alter, rot. Da wären wir ins Geschäft. Kakao, was zur Hölle? The fuck? Bro. Ach, wenn es schon gewittert, ist eigentlich wieder Quaskenflosserzeit? Oder war es übrigens eine Falle? Nein. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja letzte Aufnahme. Ich hatte ja einen Gewittertag, aber. Ich habe diesen Tag nur genutzt, um Früchte zu verkaufen. Und im Nachhinein betrachtet, war das eine schlechte Entscheidung. Muss man objektiv sagen. Wenn so ein Gewittertag im Hochsommer... ja, das rockt, Freunde. Können diese Quallen sich verpissen? Fuck, das gibt's überhaupt nicht. Die Dinger wollen mich verarschen. Immerhin geht meine Liste voran, das ist ja auch schön. Und wir haben noch gar nicht angefangen mit den Winterfischen. Die Winterfische sind noch so weit weg. Das ist die Falle, danke schön. Es ist schön, wie die Zuschauer sich denken, ja, das betrifft mich nicht. Das ist was auch nicht. Ja, Loretta, was bei dir so hart ist, das will ich überhaupt nicht wissen. Ich biete dir mein... Bei mir schließen gerade sämtliche Synapsen. Ich bin fertig. Ich bin durch. Ich kann nicht mehr. Wie geil. Vor allem für eine Qualle, Alter. Wie geil. Ich habe darauf gewartet. Ich habe gehofft. Ich habe gebetet. Nicht wirklich. Aber ich habe gehofft. Deswegen rede ich doch nur mit diesen ganzen Spacken. Und jetzt knallt es. Oh, ich meine, ich freue mich noch nicht so früh. Ich weiß... Bäume können eingehen und Bäume tendieren teilweise dazu einzugehen. Das ist auch okay. Ja, kein Problem. Trotzdem hoffe ich, dass es läuft. Welches Feld ist denn? Dieses Feld ist scheiße. Hier ist eine Klippe. Das nächstbeste Feld wäre wahrscheinlich beim Postamt. Wenn ich mit Pfirsich probieren will. Weil. Was? Falsche Richtung? Ah ja. Das Ding ist, selbst wenn sie nach einem Quastenflosser gefragt hätte, ich hätte getauscht. Wenn ich einen gehabt hätte. Was für eine Qualle, Alter. Für eine Qualle. Meint sie das ernst oder so? Shit. So, wo wäre denn ein schöner Platz für den ersten Baum? So hier in der Ecke vielleicht. Das Feld hat auch Lücken. Andererseits, jedes Ding hat irgendwo Lücken. Ich möchte diesen Baum auskühren. Habe ich nicht noch eine Axt übrigens? Ja, habe ich. Nutzen wir die doch vorne, ne? Und Abgang. Let's go. Los, 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 los. Ich meine, egal was passiert, ich habe schon einen Plan, was ich dann mache.
Also ich habe für beide... Also egal was passiert, ich habe eine passende Musik auf dem Lager, die ich dann reinschneide. Wobei ich natürlich hoffe, dass das Ding wächst. Die Musik ist mir dann doch nicht wert. Sonnenbarsch, ja. Ist das nicht eigentlich ironisch? Bei Regen einen Sonnenbarsch zu machen. Muss man auch mal fragen dürfen, finde ich. Ja oder ja, Freunde. Und davon lass mal kurz die Fossilien wegschmeißen. Lass außerdem mal... So. Nee, was ist denn mit dem tollen Gründerfest hier? Was ist denn das? Ich habe am falschen Tag gelandet? Heute ist Gründertag. Okay, dann was zur Hölle geht hier ab? Was zur Hölle geht hier? Vielleicht sollte ich Turtle beim Brunnen irgendwo suchen. Ich war dran vorbei, aber ich habe nicht nach der alten Tattergeist-Schildkröte geschaut. Da ist er doch. Naja, heute ist Gründertag. An diesem Tag war der Zeitpunkt, unsere Vorfahren dieses Land und ließen sich hier nieder. Wäre es nicht gewesen, läge dieses wunderschöne Land immer noch brach oder wäre voll mit einem Industriekomplex. Na, darum gebe ich dir jetzt was. Yes. Das ist eine Unkrautminiatur. Das klingt ziemlich, kackt. Ne, Turtle, danke. Ich bin dankbar für jede Spende. Und das war gelogen. Unkraut, was zur Hölle? Was will er? Was macht er? Was soll das? Und gibt's in diesem Spiel den Hyperloop? Ich beginne langsam daran zu zweifeln, wenn ich ehrlich sein darf an dieser Stelle. Davon gibt es hier ziemlich viel Müll momentan. Lass erstmal gucken. Oh, Alter. Ich hätte bestimmt schon fünfmal dieses scheiß Schachset zusammen für Teppich und Tapete zumindest. Das ist unfassbar. Dieses Spiel will mir eine Message senden, ich schwöre. Ja, das ist eine echt krasse Flechtmatte, die mir aber absolut am Arsch vorbeigeht. West. Lächerlich ist exakt das Wort, was diese Situation perfekt beschreibt. Ich habe mein Zeug nicht verkauft, wie der Mongo, der ich bin. Fuck. Der Mongo, der ich bin. Ja, Unkraut. Pass auf. 340! Ja, ich werde dieses Unkraut-Ding war bestimmt 40 Sternis wert. Die absolute Lächerlichkeit. Habe ich nicht einen Kredit von 800.000 abzuzahlen? Also wenn ja, sollte ich vielleicht bald mal anfangen. Wenn ich mir diese scheiß Statue holen will. Belohnung dafür, dass ich mein das größte Haus der Stadt habe, oder? Ja, warum nicht? Mal schauen. Ich werde jetzt erstmal einen Tag forschen. Oder nee, sagen wir. Zwei oder drei Tage forschen. Ich würde jetzt. Sommer Gewitter angeln oder so, aber ich werde größtenteils Quallen fangen und das finde ich nicht gut. Ich meine, Seebarsche und alles andere hatten immer so ein 50-50 oder 40-60 Verhältnis, aber Quallen sind ja 90% Quallen, die angespült werden gerade und das, damit gehe ich persönlich einfach nicht konform gerade. Ja, ich sehe den Grund nicht, mich an diesem Schrott, wenn ich es so nennen darf, zu beteiligen. Unterstütze ich nicht. Deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn das Gewitter vorbei ist. Wenn wir in einem anderen Tag sind.
Fuck! Oh. Ist mal ausgestreckt hier. So, wer schreibt mir denn so Briefe? Aha, das hätte ich ja nicht gedacht. Richtig krass. Schön, dass du noch ein belangloses YouTube-Video machst. Oh, ja, es ist Dienstag. Es gibt das vorbei. 2 Tage sind rum. Die Falle habe ich schon lange gefunden, Freunde. Die Falle kann mir gar nicht. Fucking in, boy! Ja. Oh, wir haben alles rasiert, Freunde. Ganz ehrlich, scheiß drauf, die Aufnahme ist vorbei. Ich bin... Egal, was jetzt passiert, es kann nicht mehr getoppt werden. Es geht nicht mehr. Wir sind gerade am Maximum, ja, liebes Spiel, ich klatsch dich um. Nee. Ich hätte gerade fast mich selbst zitiert, aber es wäre leider wack gewesen. Deswegen scheiß drauf. Ja, hallo Grashüpferchen. Du steckst in meinem Bein fest. Ah, konnichiwa. Nicht schlecht, was? Ja, du hast Japanisch gelernt. So. Wenn ich eine Sache gebe, die du unbedingt haben wolltest, was wäre das? Ich glaube, Früchte fallen unter Items, deswegen. Aha. Ich hab halt mal gefragt. Ich hab das selber auch nicht. Fuck off. Kannst du. Kann sie nicht machen? Sie kann nicht erst irgendwas anbieten und sagen, oh ja, nö, habe ich nicht. Ich wollte es nur mal wissen. Mit so einer Frage ist auch eine gewisse Verantwortung verbunden. Ja, das. Das muss man begreifen. Liebe tierische Bewohner dieser Stadt. Ihr habt eine gewisse Verpflichtung. Übrigens, hallo, Mann. So. Ach, beim ersten Mal steht er direkt auf dem Boden. Was mich gedettet. Er wollte sicher eine Geste meiner Dankbarkeit. Also dann. Vielen Dank. Ich weiß nicht, viel zu schätzen. Von, oh, ja, ein Zeichen. Ja, ja. Das habe ich genau das richtig für dich. Ich glaube, du wirst sogar entzückt sein. Ich habe die 7 Meere überquerten Touristenfallen in vielen Ländern besucht. Ha? Magst du Souvenirs nicht? Oh, das ist wirklich schade. Diese nehme ich wirklich ein schönes Stück. Ich habe das Ding einem schäbigen Händler in einer weit entfernten Hafenstadt abgeknüpft. Was findest du sonst nirgendwo? Glaube ich zumindest. Glaube ich. Aber im Herzen lasse dein Stein der Rastlosigkeit. Ich weiß nie, wo es mich als nächstes hin festlegt. Moment mal, vielleicht kann ich deshalb nicht so gut schwimmen. Wie dem auch sei, ich wollte nur sagen, dass meine Kameraden glauben, dass ich nicht so auf dem Board bin. Wir haben dann Glück mit dem zu mir und danke für die Sache mit dem Lebensstand und so möchte ich immer einen günstigen Fahrtwind haben und trocken bleiben. Gulli, I feel you. Mir ist gerade aufgefallen, dass Gulli für eine beschissene Abkürzung für ihn ist, aber es ist auch irgendwie witzig. Das ist auch so ein Titel, mein Freund Gulli. Einfach absolut beschissen, aber auch irgendwie witzig. Bitch! Es läuft einfach. Ich glaube, dieser Tag kann nur noch perfekter werden. Ja, über die Möglichkeit einer Steigerung des Wortes perfekt, wollen wir jetzt mal nicht diskutieren. Also der Tag könnte nur noch perfekter werden. Würde es gewittern. Ich glaube, dann würde ich abreißen. Ich glaube, dann würde ich das Let's Play sofort abbrechen, weil es geht nicht besser. Man kann Sachen irgendwann einfach nicht mehr toppen. Und dieser Punkt wäre dann erreicht. Das kann ich auch ohne, kann man auch ohne Scham zugeben, denke ich. Fuck off! Oh. Ich war halb vorbereitet, aber ich wusste nicht, ob er so schnell überhaupt connectet. Ob er so schnell überhaupt meine Angel sieht und das
Ja. Finde ich persönlich, schwul. Wenn ich das mal so sagen darf, meine Damen und Herren. Liebe Genossen und Genossinnen oder so. Kann ich dieses Fossil bitte ausgraben? Moment. Ach so, ich dachte gerade, woher habe ich die. Was? Dieser, wo kommt dieser Turm von Pisa her? Was zur Hölle? Aber ja, ich habe gerade meinen Freund von der See gerettet, ne? Ich hoffe gerade übrigens, dass niemand aus Norddeutschland zuschaut. Zumindest niemand, der tatsächlich irgendwas von Dialekten erkannt. Denn, wahrscheinlich blamier ich mich, aber egal. Vielleicht Spaß dran hab, so zu reden, ich meine. Why not, Freunde? Können diese Quallen sich verpissen? Fuck. Dann gehen die Dinge auf den Sack. Da muss man mal laut werden dürfen. Ich meine, das Spiel darf einiges, kann einiges, hat aber nicht das Privileg, mich beliebig über den Tisch zu ziehen. Das muss im Spiel auch mal jemand sagen, finde ich. Wie sie jemand ich bin, naja, whatever. Ah, diese ganzen Quallen. Quallenfischen, Quallenfischen. So, dann mal kurz verkaufen. Ich habe überlegt, ich... Früchte so... Ich weiß nicht. Ich würde nochmal 2, 3 Tage in Zukunft gehen. Mich um die Pfirsiche kümmern. Falls sie denn zu Ende wachsen. Am Ende wächst nur bis Stufe 2 und dann bleibt er einfach stecken. Ist ja auch mega Premium. Ja, vielleicht kümmere ich mich in der Pause um die und dann vor allem um die hier. Um mal wieder ein bisschen flüssiger zu werden. Aber das erst, nachdem ich zumindest die erste Pfirsich-Ausbaustufe on stream gemacht habe. In der Aufnahme. Ich meine, sie geht ja schnell, so ist ja nicht. Da sind 3 Löcher gegraben, da Sachen vergraben und fertig. Und ich meine, sowas Bedeutendes kann man schon mal. Schon wieder. Alter, ich hätte jetzt schon wieder ein Western-Set zusammen. Dieses Spiel verarscht mich. Husterbohnen, wow. Bitte. Ich bin davon überzeugt, es gibt eine... Also es steht irgendwo im Code, dass einerseits geschaut werden soll, welche Sachen sammelt der Spieler. Andererseits genau diese Tapeten und Teppiche nicht verkauft werden dürfen. Darauf wette ich. Das ist eine persönliche Überzeugung von mir. Ja, ich wollte das Zeug verkaufen, das mache ich halt morgen dann. Whatever. Also nicht morgen, sondern gleich. Das ist schon. Stichwort gleich. Ich möchte gleich mal. Also ich schnipse und ich möchte währenddessen mal was nachschauen am Ende über Crossing BT, weil es interessiert mich jetzt langsam. Aber das erst, naja. Gleich. Freunde, ich bin jetzt ein bisschen schlauer. Als vor 10 Jahren. Ne, ich hab. Mich hat mir interessiert. Ja, gibt es den Hypernook in diesem Spiel? Die Antwort ist ja. Und B. Wie kriege ich den? Und da ist die Antwort auch sehr simpel. Gar nicht. Zumindest im Moment nicht. Denn. Ich muss, also um den Hypernook zu bekommen, muss ich 240.000 ausgeben. Ich weiß nicht, ob das wirklich heißt ausgeben oder umsetzen, also ob da auch Verkauf zu zählt. Das kann ich, das, da war ich mir noch nie sicher in diesen Spielen. Aber, zusätzlich muss noch ein Freund meine Stadt, beziehungsweise diesen Laden besuchen. Das könnte ich hinbekommen tatsächlich, wenn ich mir eine... Wenn ich mir eine zweite Memory Card kaufe. Und ich meine, ich. Memory Card, wie viel kostet das? 5 Euro oder so?
Also ich überlege mir tatsächlich, das zu machen. Ich meine, warum nicht? Wenn ich dafür den Hyperloop bekomme und eine zweite Memory Card haben, ist sicher nicht schlecht. Von daher. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das. Ob ich bei diesen, oder wie viel von diesen 240.000 ich schon habe, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da bin ich nicht so schlecht dabei. Wer weiß. Auf jeden Fall. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Das habe ich recherchiert. Das ist schön zu wissen. Und, was wir mit diesem Wissen jetzt anfangen? Mal schauen. Könnte ich bitte ein Loch fokussieren? Das kann jetzt jeder verstehen, wie er will. Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt weiter holzen soll. Übrigens, nicer Regen draußen mal wieder. Ich meine, ich habe hier noch massig Platz, wenn ich den brauche. Auch wenn hier blockiert ist, aber. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon weiter abholzen soll. Weiß nicht. Vielleicht noch ein, zwei Bäume oder so, bis die Axt kaputt ist, dann. Kann ich mir meine neue kaufen langsam. Auch wenn ich sowieso schon eine zweite Axt habe, so ist ja nicht. Und das ist gut, danke. Oh, meine Axt ist N2. Red mal Deutsch, Alter. Wer ist N2? Was soll das? Zum Fick sagt sowas. Ich muss ja sowieso noch mein Zeug verkaufen. Was ich im Inventar bin, das sind auch wieder. Lass mich lügen. 6.500, sage ich. Ob es stimmt, sehen wir gleich. Oh, never mind. Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr.